Moin aus der Region Hannover und Prost Kaffee. So, heute für mich ist ein Tag, wo ein Baum nach dem anderen getopft wird. Es gibt ja auch Interessenten im Hintergrund, die darauf warten. Allerdings werde ich pro Tag einen Baum vorstellen. Erstmal die Stimme ein bisschen ölen. So, und wieder haben wir hier eine Ulme. Wieder ein Wurzelaustrieb. Ihr könnt sehen, ich habe den über der Wurzel abgeschnitten. Ich hoffe, es ist erkennbar. Er hat so viel hochstehende Wurzeln, die muss ich jetzt erstmal köpfen. Und sehen, was er uns dann noch übrig lässt. Das ist natürlich wieder eine Sache, die mit Bienenwachs bereinigt werden muss. Aber es sind so viele Wurzeln dran, dass ich da keine Bedenken habe, mal ein bisschen kräftiger zurückzuschneiden. So. Und ich glaube, ich werde den Stammfuß doch noch mit der Säge eben ein bisschen bereinigen, bevor ich hier mehr mache. Ich kann mich gut erinnern, dass dieser hier mir ganz, ganz große Probleme gemacht hat beim Ausgraben, weil der so fest verankert war mit der dicken Wurzel des alten Stammes. Es war kaum zu händeln. So soll er stehen. Dann machen wir den hier nochmal ein bisschen gerade. Versuchen wir zumindest. Wieder erwarten ging das sehr gut. Jetzt muss ich nur sehen, dass ich auch wirklich alles, was ich noch dran habe, jetzt in die Schalen bekomme. Das dürfte so kein Problem mehr sein. Frage ist nur, die kleinen, die dünnen Wurzeln, die werden jetzt nicht am Draht halten so richtig. So, erstmal das Sägenmehl daraus. Dann Drainage und so weiter und so fort. Ihr wisst schon Bescheid. Das geht auch langsam zur Neige. Da muss ich mich mal wieder anstrengen und Nachschub besorgen. Das mache ich jetzt gleich zwischendurch. Schnell. Geplant ist, dass ich bis Sonntag alle Videos gezeigt habe, die ich jetzt mache. Und alle Bäume getopft habe. Schauen wir mal, was mir so gelingt. Hier ist der Draht drum. Hier nehmen wir den Draht auf die andere Seite quer drüber, weil da nichts ist, was halten könnte. Aber wer sich mit Ulmen auskennt, der weiß auch, wie schnell die Wurzeln machen an den Schnittstellen. Das, was ich jetzt gerade abgeschnitten habe, das wird nicht lange so aussehen. In 2 Jahren ist das ein dichter
ein dicht gewachsener, mit Wurzeln dicht gewachsener Topf hier. Diese Schale. So, da kann ich jetzt auch schon den Draht einkürzen. Und zwischendurch muss ich dann doch mal ein bisschen sauber machen gleich. Ab Sonntag habe ich vor, zwei Lärchen zu gestalten. Die habe ich in der Zwischenzeit im Garten eingeschlagen. Nicht geschlagen, sondern ne, die Wurzeln erstmal in die Erde gebracht, damit sie schön haltbar bleiben. Denn die Lärchen zeigen alle schon grüne Knospen. Was hier natürlich ideal ist, ist die Seite hier mit Wurzeln. Ist total flach. Oh, wo komme ich gleich dran? So komme ich dran. Okay. Ihr seht, der Baum ist auch wieder vor ein paar Jahren komplett zurückgeschnitten worden. Hier gibt es einen Kallus und einen neuen Ast. Da gibt es einen dicken neuen Ast. Was am Ende davon irgendwann mal eine Spitze wird oder sowas, das überlasse ich zunächst mal der Natur. Jetzt arbeite ich das erstmal ein. Und bevor er gleich nochmal eine Runde auf dem Teller macht, bestelle ich bei Amazon schon mal wieder neues Rootmax. Glücklicherweise habe ich zumindest ausreichend Substrat im Augenblick. Was Schalen angeht, habe ich jetzt ein Problem. Die Situation in Russland trägt nicht gerade dazu bei, dass aus China Waren pünktlich ankommen. Und ich muss dazu noch eins sagen, also wir tun die Ukrainer wirklich wahnsinnig leid. Selbst einzelne Russen tun mir leid, weil die gar nicht wissen, was da passiert. Die sind vom Staatsfernsehen so eingelullt. Kannst du mir nicht vorstellen, was da gemacht werden muss, um die Menschen zu manipulieren. Freier Journalismus ist ja überhaupt nicht möglich da mit dem Staatsfernsehen und sowas. Und die müssen sich dann schon auf die Medien verlassen, auf sowas wie Facebook und so. Aber Leute, Facebook ist auch nicht gerade eine Nachrichtenagentur, sondern eher so ein großer Haufen Spinner meistens. Apropos Facebook. Ich werde für das Tanuki-Experiment eine Facebook-Gruppe einrichten. Das wird wahrscheinlich heute noch passieren, am 1. März noch. Damit jeder, der bei Facebook ist, seine ersten Tanuki-Versuche schon mal hochladen kann als Bilder oder auch als Videos. Das ist egal. So dass wir das einheitlich an einem Platz haben. Wer nicht bei Facebook ist, der möchte mich bitte anschreiben. Dann schicke ich, oder dann soll er mir die Bilder oder Videos schicken und ich stelle die bei, mit seinem Namen dann entsprechend bei Facebook ein. Allerdings rechnet nicht damit, wenn ich es heute abschicke, dass es morgen da ist, sondern ich brauche auch ein bisschen Zeit, um das Ganze ordentlich zu planen. Den Link der Facebook-Gruppe werde ich, sobald sie erstellt ist, dann entsprechend in die Videobeschreibung hiervon und von anderen Videos geben. Ich gucke jetzt erstmal nach Knospen. Manche sind nah am Stamm, manche 5 cm weit weg. Der geht quer über den nächsten, den brauchen wir nicht. Ja.
brauchen wir da auch nicht. Mache ich hier. Gut, so. In der Tüte, in der die Ulmen standen, da sind schon zwei kleine Ulmen so ausgetrieben, dass sie grün sind. Das muss man sich mal vorstellen. Nach 5 Tagen. Allerdings natürlich scheint gelegentlich die Sonne drauf und dann diese gespannte Luft, so nennt man das ja, wenn die Luftfeuchtigkeit so hoch ist. Ja, kann schon mal dazu führen. Das ist kein Hexenwerk. Ja. Leider so weit von den einzelnen Ästen entfernt, die Knospen. Ulmen lassen sich übrigens durch Schnitt immer sehr schön kompakt halten. Also das ist jetzt erstmal noch keine Sorge wert. Den nehme ich da auch ab. So. Gut. Ihr wisst, was kommt. Bienenwachs, Bienenwachs, Bienenwachs. Pinsel muss wieder Temperatur annehmen. Ich kann es mir eigentlich auch ein bisschen näher herstellen, dann brauche ich nicht so lange Arm machen. So. Aber ist natürlich alles voll hier mit Utensilien, die ich brauche. So. Diese ganz feinen, dünnen Äste, ich glaube nicht, dass sie das überhaupt brauchen, aber ich mache es jetzt einfach mal. Ich merke schon, WhatsApp geht die ganze Zeit. Zumindest höre ich das Summen. Da muss ich gleich auch nochmal drauf schauen. So. Jeder Ast ist versorgt. Es gibt nochmal die obligatorische Runde. Und ihr könnt schon gespannt sein auf den Baum, der dann den Tag später gezeigt wird. So, natürlich könnte man das jetzt auch noch ein bisschen mehr beschneiden. Aber guckt euch das an hier, vom Habitus her. Es bietet sich eigentlich schon fast an, hier wieder was rauszunehmen. Aber gut, lassen wir ihn erstmal austragen. Der Sommer wird zeigen, was er vorhat. Vielleicht wird es auch hier die Spitze. Und die anderen Äste kommen weg. Kallus ist rundum da, das heißt, es sieht gut aus für einen neuen Saisonstart, einen Start in die neue Saison. Ein schöner Baum, wie ich finde. Prima, ihr denkt an den Daumen. Ach, Moment, hier unten war ich noch gar nicht. Habe ich da noch gar nicht den Bienenwachs verteilt? Nein, habe ich nicht. So, das müssen wir dann da eben machen. Das Schöne an Bienenwachs ist ja, ist egal was ins Substrat tropft, schadet keinem Baum. Und ist eben keine Chemie. Hervorragend. So, Freunde, das war es jetzt aber wirklich für diesen Baum. Und freut euch schon auf den nächsten Tag. Mhm.